Hallo? Hi, mein Name ist... Hi. Mein Name ist Hauke Löffler. Ich mache heute eine kurze Einführung in Go, in die Grundlagen, also in die Regeln und ein bisschen außenrum. Wenn ihr Fragen habt, fragt einfach. So, Go ist in erster Linie ein Brettspiel. Das heißt, man braucht dazu ein Brett. Das ist Standard-Turniergröße, das ist Größe 19x19. Das ist ein sehr altes Brettspiel. Man weiß nicht genau, wie alt das ist. Es ist ziemlich alt und es ist sehr, 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 sehr verbreitet. Außer in Deutschland und Europa. Das heißt, in Korea kann man das studieren, man kann da Bücher schreiben und leben, man kann Turniere spielen und von den Preisgeldern leben, man kann Unterricht geben und davon leben und man kann live im Fernsehen kommentieren und davon auch leben. Das heißt, in Korea gibt es einen Fernsehsender, der hat rund um ihn so ein Brett und Leute reden irgendwas und malen drauf rum auf dem Brett. In Europa ist es nicht so verbreitet, noch nicht. Wie schon gesagt, es ist ein Brettspiel. Und es ist ein bisschen anders als andere Spiele. So, was hat man an Spielmaterial? Man hat so ein Brett, da fängt es schon an. Das ist ein Gittermuster. Man hat hier so ein Gittermuster. Die Punkte haben keine Bedeutung, die sind rein optisch. Und man kann beliebige Größen von Gittern machen. Man kann auch beliebige Formen von Gittern machen. Das heißt, man könnte ein Loch einschneiden oder alles Mögliche damit machen. Spielt keine Rolle. Dann hat man Spielsteine. Das sind meist solche Glassteine, ich gebe die mal rum, und da fängt es auch schon an, und zwar beim Schach gibt es pro Spieler wie viele Figuren? 16. Ja. Beim Bo gibt es wie viele Steine pro Spieler? Unendlich, richtig. Jeder Spieler, also man spielt zu zweit normalerweise, und zwar einmal weiß, einmal schwarz, und jeder dieser beiden Spieler kriegt unendlich viele Steine. Ist in der Realität ein bisschen schwierig, theoretisch hat er aber unendlich viele Steine. So. Der Ablauf ist folgender. Also wir haben jetzt zwei Leute, ein Brett und zweimal unendlich viele Steine. Das heißt, man spielt am besten unter freiem Himmel. Und der Ablauf ist folgender. Es wird immer abwechselnd gezogen oder nicht gezogen. Ziehen heißt, man nimmt einen Stein und platziert den auf so eine Schnittlinie. Das heißt, entweder hierhin oder hierhin oder hierhin oder irgendwo hin. So, den legt man einfach hin. Das ist ein Zug. Aber man muss nicht ziehen. Das heißt, der Ablauf ist der, entweder lege ich einen Stein hin oder ich lege keinen Stein hin. Und danach legt der andere einen Stein hin oder er legt keinen Stein hin. Das ist schon mal die erste Besonderheit, es gibt keinen Zugzwang. Ich greife jetzt ein bisschen vor, das Spiel endet dann, wenn beide Spieler nicht mehr spielen wollen. Und zwar erst dann. Das passiert nachher einfach, ihr werdet vielleicht verstehen, dass das Sinn macht zu einem gewissen Punkt, weil es ist ein sehr, also es geht um Punkte, man kann ganz klar gewinnen und verlieren. Und es gibt einen Punkt, der macht einen Zug mehr kaputt, als dass er hilft. Und das ist genau der Punkt, wo man aufhört zu spielen. Aber gerade bei Anfängern ist das größte Problem zu erkennen, wann höre ich denn überhaupt auf zu spielen. So, man kann auch aufgeben, also das kann man auch. Das war's schon. Also wir haben gesagt, setzen oder nicht setzen. So. Das heißt, der Schwarze setzt, der Weiße ist jetzt dran und beschließt sich erstmal aufzusetzen. So. Und so entstehen dann irgendwelche lustigen Formationen. So, wenn der Schwarze, und ich muss es in der Ecke machen, so komme ich nicht. So. Dieser schwarze Stein hat vier Linien, die davon weggehen. Und diese vier Linien führen zu vier anderen Punkten. Und diese anderen Punkte sind die sogenannten Freiheiten dieses Steins. Also man stellt sich vor, er könnte nach hier gehen, geschoben werden, nach hier geschoben werden oder nach hier geschoben werden oder nach hier geschoben werden. Steine im Go werden niemals geschoben, die werden immer nur hingelegt oder weggenommen. Aber theoretisch könnte ich ihn anhand dieser Linien verschieben. Wenn ich jetzt aber diese Linien mit weißen Steinen schließe, dann hat er nur noch eine Freiheit und der Weiße, wenn der jetzt hier spielt, schlägt er den Schwarzen und das sieht so aus, er legt und darf dann den Schwarzen wegnehmen, weil der Schwarze keine Freiheiten mehr hat. Der Schwarze hat keine Freiheiten mehr, wenn er keine Freiheiten mehr hat, wird er gefangen oder stirbt oder wie auch immer. So, das heißt,
Der Weiße fängt den Schwarzen. Da oben seht ihr in dem schönen Programm, dass der Weiße jetzt einen schwarzen Stein hat. Das entspricht einem Punkt. Es geht bei Go um Punkte. So, gleich. Diese Situation ist folgende. Jetzt hat dieser schwarze Stein auch keine Freiheit. Habe ich ja gerade erklärt, jetzt hat er keine Freiheit, darf man anscheinend trotzdem auf dem Brett bleiben. Und zwar ist das so, wenn sich zwei gleichfarbige Steine berühren immer noch anhand dieser Linien, dann sind sie keine Steine mehr, sondern bilden eine Gruppe. Und dann gelten die Regeln nicht mehr für den Stein, sondern für die ganze Gruppe. Das heißt, diesen Stein gibt es nicht mehr, diesen Stein gibt es nicht mehr, es gibt nur diese Gruppe von diesen beiden Steinen. Und die Gruppe hat jetzt wie viele Freiheiten? Drei. Eins, zwei, drei. So, und für Gruppen gilt das gleiche wie für Steine. Das heißt, zack, zack, zack. Wenn ich jetzt hier spiele, hat die Gruppe keine Freiheit mehr und wird geschlagen. So schlage ich zwei auf einmal. So, machen wir das mal wieder so. Ich habe ja vorhin gesagt, man darf überall hinlegen. Jetzt ist Schwarz dran. Schwarz darf überall hinlegen, außer hier rein. Weil das wäre Selbstmord. Also wenn jetzt Schwarz diesen Stein hier reinlegt, das Programm lässt es gar nicht zu, dann hätte er keine Freiheit mehr und wäre automatisch wieder tot. Das heißt, Selbstmord ist verboten, aber nur der direkte Selbstmord. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier sowas bastel, und diese Gruppe ummauer, wie viele Freiheiten hat die Gruppe, die Weiße innen drin? Eine. Ja, die hat eine, weil es geht nicht um die Anzahl der Linien, sondern es geht um die Anzahl der Punkte. So. Schwarz ist jetzt dran. Schwarz. Warte, mach doch mal klar. Wir machen nochmal hier den anderen Fall. Darf Schwarz hier reinlegen in die Mitte? Nein. Nein, weil Selbstmord. So. Darf Schwarz jetzt in die Mitte legen? Wisst ihr nicht. Schwarz darf jetzt in die Mitte legen. Was passiert mit den Weißen, wenn Schwarz hier spielt? Genau, die Weißen werden geschlagen. Und nachdem sie geschlagen sind, hat dieser schwarze Stein in der Mitte wie viele Freiheiten? Vier. Und vier Freiheiten sind mehr als null und er braucht nur mehr als null. Das heißt, er hat drei zu viel. Das heißt, die Regel ist, Schlagen geht vor. Einfache Regel. Jetzt ist es Selbstmord. Wenn Schwarz schlägt, Schlagen geht vor. Verstanden? So, bauen wir mal was anderes. So, gleiches Szenario. Wie viele Freiheiten hat die schwarze Gruppe? Zwei. Was, das ist keine Regel. Was ist die Besonderheit dieser schwarzen Gruppe? Ja, die kann nicht geschlagen werden. Warum kann die nicht geschlagen werden? Weil man nur eine Freiheit wegnehmen kann, die andere bleibt. Weil ich nur einen Stein gleichzeitig hinlegen darf. Wenn ich zwei Steine legen dürfte gleichzeitig, wie schlage ich diese Gruppe? Indem ich einfach hier und hier rein gleichzeitig spiele. Ich darf aber leider nur einlegen. Das heißt, was muss ich tun, damit diese Gruppe stirbt? Ich muss meinen Gegner überreden, dass er reinspielt. Dieser Zug ist erlaubt für Schwarz, weil es ist kein Selbstmord. Das heißt, Schwarz spielt hier und jetzt darf Weiß hier schlagen. Macht keinen intelligenten Eindruck, oder? Ist es meistens auch nicht. Aber indirekter Selbstmord ist erlaubt. Diese Gruppe ist unsterblich. Und man spricht, im Go heißt der Begriff, das hier ist ein Auge, eine innere Freiheit, ist ein Auge und eine Gruppe mit zwei Augen ist unsterblich. Das ist aber schon keine Regel mehr, das ist nur noch Logik. Regel ist Stein hinlegen oder Stein nicht hinlegen. Selbstmord ist verboten, Schlagen geht vor. So, ja bitte? Geht es nur für zwei Augen oder mehr als zwei Augen auch? Mehr als zwei Augen sind auch unsterblich, aber du brauchst mindestens zwei. Du kannst 200 Augen haben, aber das zeige ich nachher. So, kommen wir zu was anderem Blöden. Jetzt brauchen wir noch eine Regel und dann sind wir mit den Regeln schon durch. Das ist das Problem an Go. Es gibt zu wenig Regeln und zu viele Möglichkeiten. So, also basteln wir wieder was.
Weiß ist dran. Darf? Darf Weiß diesen schwarzen Stein auf K12 schlagen? Ja. Ja, klar. Haben wir gelernt. So, schlagen geht vor. So, darf Schwarz diesen weißen Stein auf J12 schlagen? Nein. Ja, also nach dem, was ihr bisher gelernt habt, ja. Was passiert dann? Dann sind wir, glaube ich, wieder hier. Und wie lange kann das gehen? Ja, das ist vor allem für Computer blöd, die Forensiker, ne? Aber für Menschen ist das auch unbefriedigend. Diese Situation heißt Co. Und das ist die letzte Regel im Go so ziemlich. Man löst dieses Problem ganz einfach, indem, das ist die Ausgangssituation, Weiß darf schlagen. Und jetzt darf Schwarz nicht schlagen. Und zwar ein Zug lang nicht. Das Feld ist quasi ein Zug lang blockiert. Das heißt, wenn Schwarz hier spielt und Weiß hier spielt, dann darf Schwarz schlagen und Weiß darf einen Zug lang nicht schlagen. Und genau das ist der Spaßfaktor, weil das ist der Punkt, wo dann so Selbstmordzüge anfangen Sinn zu machen und lustig werden. Weil, erkläre ich nachher, das ist, wie gesagt, stellt euch einfach vor, ihr habt ein Interesse daran, dieses Co zu gewinnen. Co gewinnen heißt, derjenige zu sein, der als Letzter schlägt und im Anschluss dann hier das zum Beispiel macht. Da ihr aber nicht direkt zurückschlagen dürft, spielt ihr an einer anderen Stelle vom Brett, die wichtiger ist, da antwortet der Gegner und dann dürft ihr schlagen. Aber auch nachher das dazu nochmal, auch wieder keine Regel, das heißt, Regel ist die, Co. ein Feld lang blockiert. Ja. Was genau darf ich denn nicht schlagen? Also, wenn ich der Weiße, wenn ich jetzt der Weiße hinlege, schön der Schwarze, so. Und was genau darf das Schwarze dann nicht mehr machen? Das habe ich nicht verstanden. Darf ich allgemein nicht mehr schlagen? Darf ich für diesen einen? Nur diesen einen, also das heißt, Weiß schlägt und du darfst den Stein, der schlägt, der quasi die Situation wiederholt. Die Situation lokal darf sich nicht wiederholen. Das heißt, du schlägst den Stein und du darfst den jetzt nicht zurückschlagen, weil das würde ja genau zu der gleichen Situation führen. Du darfst zum Beispiel, jetzt darf Schwarz nicht zurückschlagen, und wenn das jetzt so aussieht, dann darf Schwarz den schlagen und schlägt damit den gleichzeitig auch. Also prinzipiell darfst du schlagen, nur nicht genau an der gleichen Stelle. Wie gesagt, es geht um dieses Feld ist blockiert. Ein Zug lang, nur einen einzigen Zug lang. So, jetzt zeige ich euch noch ganz kurz, soweit klar? Jetzt zeige ich euch noch was Go so faszinierend macht. Einfach so. Erzählt mir was, das ist natürlich jetzt blöd, weil da komme ich natürlich im Leben nicht ran. So, wir haben jetzt hier, sieht das jeder? Ja. Wir haben jetzt hier, wie viele Gruppen haben wir denn hier? Vier. Eins, zwei, drei, vier. Zwei weiße, zwei schwarze. Kann mir jemand was zu dem Zustand der Gruppen sagen? Was macht das kleine A? Was? Das kleine A, das mache ich weg. Das habe ich vergessen wegzumachen. So. Spielen wir es einfach durch. Sagen wir mal, Schwarz ist am Zug. Es geht jetzt nur, der Spielbereich ist hier diese zwei Reihen. Welche zwei möglichen Züge hat Schwarz? C19 und E19. Wenn Schwarz auf C19 spielt, was macht Weiß dann? E19. Und A19 ist für Weiß verboten, das wäre Selbstmord. Danach hätte es keine Freiheiten mehr. Das heißt, Weiß spielt auf E19 und hat damit drei Augen. Und zwar hier ein Auge und hier ein riesiges Auge. Weiß kann aus diesen riesigen Augen in der Mitte sogar noch zwei weitere Augen machen. Auf jeden Fall, wir haben mehr als zwei Augen und sind damit unsterblich. Das heißt, ist vielleicht keine gute Idee, da als Schwarzer zu spielen. Der andere Zug war E19. Was spielt dann Weiß?
Sieht irgendwie ähnlich aus. Ja? Weiß ist wieder unsterblich, weil 1, 2, 3 Augen, mindestens 3. So, das heißt, Schwarz spielt da nicht. Wäre irgendwie blöd. Wenn Weiß dran ist, wie viele Züge hat Weiß? 4. 4 mögliche Züge. Wir fangen mal links in der Ecke an. Weiß spielt A19. Wo spielt Schwarz? So. Weiß spielt wo? Also Weiß spielt entweder hier oder hier. Das Ergebnis ist immer, dass alle geschlagen werden von Weiß. Und wenn Weiß nicht spielt, weil würde ja keinen Sinn machen, wenn Weiß nicht spielt, oder woanders spielt, spielt Schwarz hier. Weiß darf da nicht spielen, weil es Selbstmord ist und Schwarz schlägt alle. So, das heißt, der Zug ist blöd von Weiß. Der Zug C19 ist ähnlich. Ja? So, andere Seite, E19, wo spielt Schwarz? B19. Das heißt, ist irgendwie auch blöd. Das heißt, möchte Weiß da spielen? Wollte Schwarz da spielen? So, wir haben zum Beispiel, das heißt, da spielt keiner. Das heißt, diese Formation heißt Seki, geteiltes Leben. Das heißt, die leben zwar eigentlich beide nicht, teilen sich das aber. Und genau das ist so eine Situation, wo es Sinn macht, eine Co-Drohung zu spielen. Das heißt, ich habe hier unten einen Co und dann spiele ich so einen Schwachsinnszug, weil dann kann der Gegner sich entscheiden, entweder mache ich das Co dicht, dass er nicht zurückschlagen kann, oder beantworte ich den Schwachsinnszug. Nur mal so ganz kurz angerissen, aber wie gesagt, auch das, keine Regel, ergibt sich nur aus diesen Grundregeln. Ist so die einfachste Form des Sekis. Kommen wir zum schwierigeren Teil, oder zum schwierigsten überhaupt. Was ist das Ziel dieses Spiels? Ziel dieses Spiels ist es, mehr Punkte zu machen als der Gegner zum Zeitpunkt des Spielendes. Spielende, wir erinnern uns, Spielende ist, wenn beide Spieler nicht mehr spielen wollen. Die Frage ist, warum will man nicht mehr spielen? Und die Frage ist, wie macht man Punkte? Punkte habe ich vorhin erklärt, jeder gefangene Stein ist ein Punkt. So steht es auch in der Wikipedia, beim Go-Spielen geht es um Steine fangen. Ist leider völlig falsch. Und zwar ist es beim Go völlig egal, wie man die Punkte macht. Also es gibt zwei Arten, Punkte zu machen. Die eine ist fangen und die andere ist Gebiet abzugrenzen. Das heißt, Gebiet abgrenzen heißt, Schwarz umzingelt diesen Punkt. Machen wir es erstmal einfacher, weil es ist ja sonst, ihr wisst ja nicht, was der Rand ist. So, Weiß hat zwei Punkte umzingelt. So, nee. Jetzt hat Weiß einen Punkt vollständig umzingelt. Dieser Punkt gehört Weiß. Wenn das Spiel jetzt zu Ende wäre, das heißt, jeden Punkt, den ich umkreise, der gehört mir. Ich muss ihn vollständig umkreisen. Vollständig umkreisen heißt, der Rand hat immer die Farbe des Steins, die ich gerade brauche. Das heißt, das hier ist auch vollständig umkreist, das heißt, diese 1, 2 Punkte gehören Schwarz. So, das heißt, Schwarz hat jetzt 3 Punkte und Weiß 1. Diese Punkte hier gehören niemandem, die da oben gehören auch niemandem, weil die nicht umkreist waren. Jetzt machen wir mal ein Beispiel, um das deutlich zu machen. Schwarz Pass, oder was Schwarz? Das wäre die Situation, wo ein Spiel fast oder eigentlich zu Ende ist. Weil, oder wir machen mal einen Schritt noch weiter. So, wo darf Schwarz überall spielen? Auf A2 und A5, auf E5 und auf D3 ist es Selbstmord. Was passiert aber, wenn Schwarz auf A5 oder A2 spielt? Das ist Selbstgebiet. Viel schlimmer in dem Fall. Viel schlimmer in dem Fall, zack. Das heißt, Schwarz hat zwei Augen, ist eigentlich unsterblich, kann sich aber jederzeit selbst richten. So, das heißt, Schwarz spielt nicht. Ja? Für Weiß gilt das Gleiche. Weiß darf da und da nicht spielen, Schwarz und da würde sich selbst zerstören. Das ist die Situation, wo beide Spieler nicht mehr spielen wollen.
Und dann wird gezählt. Man zählt gefangene Steine plus Schwarz hat einen Punkt, Schwarz hat zwei Punkte, Weiß hat einen Punkt, Weiß hat zwei Punkte. Es wurden keine Steine gefangen, unentschieden. So, das ist das Spielende. Wenn das so aussieht, kann man auch aufhören. Das ist ein neutraler Stein, der gehört keinem. Wenn man am echten Brett spielt, wird der in der Regel zugesetzt. Aus Übersichtlichkeit, damit es dabei nachher beim Zählen auf diesem Riesenbrett keine Probleme gibt, aber er ist nicht punkttechnisch relevant. Jetzt kommen wir zum nächsten Hammer. Schwarz fängt immer an, das hatte ich vorhin nicht gesagt. War auch bis jetzt egal. Wenn Schwarz immer anfängt, hat das einen Nachteil für Weiß. Und ich spiele ziemlich lange Go, aber ich habe keine Ahnung warum. Weiß kriegt auf dieser, das ist Turniergröße 1919, Weiß kriegt auf dieser Größe 5,5 bis 6,5 Punkte Vorsprung. Weil das die gefühlte, von Meistern ermittelte Unterschied ist in Punkten. Das heißt, auf dem kleinen Brett, auf der Größe gibt man meistens einen halben Punkt, damit es keinen Unentschieden gibt. Auf der Größe gibt es 6,5 Punkte. Allein schon, wenn man dieses millionenschwere Turniergeld nicht teilen muss. Aber ich habe keine Ahnung, wie man auf 6,5 Punkte kommt, weil uns Anfänger erzählt man immer, es ist völlig egal, wo ihr hinspielt, ihr habt eh keine Ahnung. Und die Möglichkeiten am Anfang sind so erschlagen, dass es keinen Sinn macht. Jetzt machen wir mal noch eine Situation. Jetzt basteln wir hier mal ein bisschen rum. Wenn jetzt zum Beispiel hier zum Schluss des Spiels noch ein weißer Stein drin liegt, ja, dann könnte Schwarz den zwar schlagen, das ist aber kostenneutral, weil er schlägt ihn, verliert einen Punkt Gebiet und kriegt einen Stein dazu. Das heißt, Gesamtpunktzahl bleibt gleich. Verstanden? Aber er kriegt doch auch ein Gebiet dazu. Ja. Und man einigt sich aber so. Das heißt, das spielt man nicht zu Ende. Wenn beide Spieler nicht mehr spielen wollen, in der Schlussphase, wo gezählt wird, einigt man sich, dieser Stein ist tot und der wird dann entfernt und zählt zusätzlich. Das heißt, der kriegt der Schwarze trotzdem, muss aber dafür nicht schlagen. Das nur zum Spielende und zum Auszählen. Jetzt hat Go einen weiteren riesengroßen Vorteil. Ich zeige nochmal kurz dieses große Brett. Dieses große Brett, 19x19, das macht wieder so eine Besonderheit vom Go-Spiel. Es gibt im Go Ränge, das heißt, es gibt Spielstärken. Das gibt es in vielen Spielen, das gibt es im Schach angeblich auch und alles. Nur das Schöne bei Go ist, diese Ränge machen Sinn und diese Ränge haben eine Funktion. Und zwar kann ich bei Go Handicap geben. Das heißt, ich könnte dem Weißen zwei Steine oder vier Steine Vorsprung geben. So. Also das Brett fängt einfach so an, Weiß ist am Zug jetzt. So kann man ein Spiel auf 19x19 beginnen. Und die Besonderheit ist im Go-Rang-System, jeder Steinvorgabe, das geht bis zu 9 Steinen. Zack, 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 zack. Bei 9 Steinen wird es dann unrealistisch ein bisschen. Jeder Steinvorgabe entspricht einem Rang. Wir haben im Go ein Rangsystem von 30Q bis 1Q und dann von 1 Dan bis 9 Dan. Dann kommen irgendwelche Profiränge und dann gibt es 12 Dan, vermutet man, ist Gott, das perfekte Spiel. So, das heißt, ein 1Q-Spieler kann einem 5Q 4 Steine Vorsprung geben und die spielen gleichwertig. Und das ist sehr geil, meiner Meinung nach, und es gibt es in ganz wenigen Spielen. Das heißt, unterschiedlich starke Spieler können miteinander spielen und sind chancengleich. Also natürlich können nicht der stärkste Spieler der schwächste gegeneinander spielen, das funktioniert nicht, aber in einem relativ großen Rahmen, also 9 Ränge sind relativ viel. Und das ist auch so eine schöne Besonderheit beim Go, dass man A, die Spielstärke sehr klar festmachen kann, weil jede Spielstärke ist ein Punkt Unterschied. Und wenn ich das weiß, durch ein bisschen Spielen online oder ein bisschen Computer spielen oder auf Turnieren spielen, kann ich mit anderen Leuten spielen und es ist trotzdem spannend und gleichwertig. Und das ist meiner Meinung nach eine tolle Sache.
Werden die Vorsprungpunkte immer so angeordnet? Die Vorsprungpunkte werden nach einem Muster angeordnet. Also die werden, also vier sind so, 5 sind so, 6 sind glaube ich so, 7 sind so, 8 sind so, 9 sind so. Das ist das eine. Eine andere tolle Sache am Go ist, dass man nicht mal einen Gegner braucht. Weil es gibt Go-Probleme. Und zwar einfaches Problem für euch, das könnt ihr jetzt lösen. Das heißt, es gibt ganze Bücher, das ist nichts anderes drin, so wie Kreuzworträtsel, das sind dann Probleme beschrieben und die kann man zu Hause auf dem Sofa oder woanders lösen, wenn man Lust hat. Beliebtes, ganz blödes Anfängerproblem, also ganz, ganz low level. Das Ding heißt, Weiß ist am Zug und soll Schwarz töten. Es geht um die obere schwarze Gruppe. Wo spielt Weiß, um diese schwarze Gruppe zu töten? F16. Weil, wenn Weiß da spielt, dann kann Schwarz hier spielen und stirbt, oder hier spielen und sterben, oder nicht spielen, und dann schlägt er die, und dann stirbt er letztendlich trotzdem. So, Gegenfrage, wo muss Schwarz spielen, damit er nicht stirbt? F16. Ist so eine ganz einfache Grundregel, meistens ist der gute Zug deines Gegners dein guter Zug. Wie gesagt, ihr habt jetzt wirklich alle Go-Regeln. Go-Regel ist abwechselnd setzen oder nicht setzen. Schlagen geht vor, Selbstmord ist verboten. Bei Co ist das Feld ein Zug lang blockiert. Das war's. Und die Möglichkeiten, die daraus entstehen, sind vielfältig. Es gibt keinen Go-Computer, der in der Lage ist, einen Menschen mit annehmbarem Rang zu besiegen. Der primitive Programmieransatz, nämlich einfach alle möglichen Züge auszurechnen, scheitert an so blöden Endlosschleifen und an der Anzahl der Möglichkeiten. Das heißt, die jetzigen Go-Programme, die haben eine Bibliothek von oft gespielten Eröffnungsszenarien, raten dann willkürlich im Mittelspiel und dann, wenn das Brett sehr, sehr voll ist und die gesamte Anzahl der Möglichkeiten sehr, sehr klein ist, dann können sie rechnen. Aber das ist dann auch nicht mehr wirklich schwer. Und ich hoffe, das ist noch eine Weile so, weil das ist auch was ich im Go mag. Also die Go-Computer werden immer, immer besser, weil wir immer mehr Hardware haben in erster Linie. Aber zurzeit sind sie meilenweit entfernt von guten Go-Spieler, immer noch. Und auch das ist spannend. Das Ganze nochmal so grob, das Ganze ist ein altes asiatisches Brettspiel. Das heißt, wenn ich mit diesem Punkt anfangen will, ja, ich möchte unbedingt diesen Punkt spielen, in der Ecke, ja, wie viele Möglichkeiten habe ich dafür? Vier. So, in welchem spiele ich? Links oben, ganz wichtig. Weil, wenn der Gegner Rechtshänder ist, dann steht seine Steinschüssel hier und wenn ich links oben in die Ecke spiele, ist es der kürzeste Weg von seiner Steinschüssel zu meinem Stein, um zu antworten. Alte chinesische Höflichkeit. Das heißt, wir machen es dem Gegner bequem, damit er leichter verliert. Aber für die Informatiker, also die Punkte sind völlig gleichwertig. Man spielt das auf Turnieren mit so einer durchschnittlichen Bedenkzeit von eine Stunde pro Spieler. Das ist dann keine absolute Zeit, weil das Go-Spiel ist ja nicht kompliziert genug. Es gibt ganz wilde Zeitsysteme, nennt sich dann Bomi-Yumi und so. Das heißt, man hat meist, wenn diese Stunde Denkzeit abläuft, 5 Minuten für 25 Steine. Und danach 5 Minuten für 30 Steine und danach 5 Minuten für 35 Steine. Das ist so ein bisschen progressiv. Oder man hat so lustige Sachen wie, du hast 3 mal 30 Sekunden pro Zug. Das heißt, entweder ziehst du innerhalb von 30 Sekunden oder du kannst es bis zu 3 mal ablaufen lassen. Und danach musst du innerhalb von 30 Sekunden ziehen oder du verlierst. Aber das ist nicht so wichtig, weil
Die Wahrheit bei Go ist, man kann es nicht lernen, also nicht so richtig. Es gibt nur einen brutalen Weg, bis man ein bisschen ein Verständnis dafür kriegt, was auf dem Brett passiert. Und der ist, 100-mal in Folge auf diesem großen Brett zu verlieren. Go ist ein Spiel, was man nur über Verlieren lernt. Das heißt, es gibt keine guten Go-Spieler, es gibt nur Go-Spieler, die weniger Fehler machen als andere. Und das ist für mich das Schöne am Go. Ich bringe Go ziemlich vielen Kindern bei und ziemlich vielen Menschen. Und alle machen die gleichen Anfängerfehler. Es gibt so ein paar Muster von Anfängerfehlern, die macht eigentlich jeder. Die sind sowas von dämlich. Man kann es ja im Go alles aufzeigen, da ist ja nichts unsichtbar. Man kann einfach 3 Züge vorausspielen und dann ist der Fehler klar. Alle machen die. Und man gewöhnt sich dann nach und nach immer mehr Fehler ab. Und das ist der Weg, wie man stärker wird im Go. Es gibt Leute, die kommen aus dem Schach, Profi-Schachspieler, die können unheimlich gut rechnen. Das nützt ihnen lokal sehr viel, also bei so kleinen Gruppen hier, so wer lebt, wer stirbt. Die scheitern aber meist daran, dass sie dann den Überblick aufs ganze Brett verlieren, weil der einzelne Stein ist völlig unwichtig im Go, es zählt nur das Endergebnis. Und beim Go passiert es, dass man sich hier 20, 30 Züge lang eine wunderschöne Gruppe aufbaut, ums Überleben kämpft, wie verblöd. Und eigentlich wäre es viel vernünftiger gewesen, die schon am Anfang sterben zu lassen, weil man woanders mehr Punkte macht. Das heißt, ich zum Beispiel spiele Go am liebsten ohne nachzudenken, aus dem Bauch raus, das geht ziemlich gut. Also bei Go kann man eigentlich in jedem Geisteszustand spielen. Es ist nicht so, dass die Leistung abbricht. Also es gibt so ein Bier und man wird einen Stein besser und jedes weitere Bier, man wird wieder einen Stein schlechter. Aber linear. Bei anderen Spielen ist es so, man kann irgendwann gar nicht mehr spielen, weil man die Regeln sich nicht mehr merken kann oder was weiß ich. Und das ist bei Go wirklich so, man hat eine Tagesform und man kann natürlich mit nachdenken, man sollte sich auch bemühen auf dem Turnier und so weiter, aber ich spiele das meist völlig intuitiv aus dem Bauch raus. Mein Lehrer schimpft zwar immer, aber das ist das Schöne am Go, es gibt Leute, die spielen das nur nach Mustern und Formen, weil sie sagen sich, das Muster sieht schön aus, das hat funktioniert. Es gibt Leute, die rechnen viel, aber die Wahrheit ist, man kann halt nicht sonderlich viel rechnen, weil die in Wirklichkeit einen erschlagen. Gibt es ein paar einfache logische Sachen, zum Beispiel, warum spielt man in die Ecke? In der Ecke brauche ich am wenigsten Steine, um Gebiet zu machen. Ist ganz einfach, ich brauche hier in der Mitte, mit der Anzahl Steine mache ich so viel Gebiet, am Rand mache ich so viel Gebiet und in der Ecke mache ich deutlich mehr Gebiet. Also so ein paar Sachen gibt's. Und man kann, es gibt jede Menge Go-Bücher, man kann jede Menge schöner Sachen lernen. Man kann auch irgendwelche Formationen auswendig lernen und alles durchrechnen. Aber wie gesagt, man lernt das übers Spielen und man lernt das dadurch, dass man sich weigert, irgendwelchen Unsinn zu machen. Und keiner kann Go spielen, also keiner kann das wirklich richtig. Also man ärgert sich eigentlich immer über die eigene Dummheit. Das ist das Schöne dran, also meiner Meinung nach. Gibt es Fragen? Da können wir vielleicht mal so eine kleine Partie auf 1x9 oder 5x5 oder so einfach mal so zusammen mal durchspielen. Kann ich machen. Ich kann auch mal ein Spiel von mir zeigen. Das ist allerdings ein bisschen älter und wahrscheinlich furchtbar. Ich zeige einfach mal ganz kurz im Schnelldurchlauf ein Spiel, was ich gespielt habe. Einfach damit man so ein Gefühl kriegt für den möglichen Fluss. Wie gesagt, wir fangen irgendwie in den Ecken an, weil irgendwie fängt man immer in den Ecken an oder so. Und man spielt nicht gegen den Gegner. Man spielt eigentlich nur mit dem Ziel, dass man mehr Punkte hat als der Gegner. Das heißt, man will eigentlich nicht schlagen und man muss auch nicht schlagen, aber wie gesagt, das ist ein unterschiedlicher Stil. Man kann Go auf ganz viele Arten und Weisen spielen, aber eigentlich geht es darum, einen Punkt mehr zu haben als der Gegner und nicht um den Gegner total zu vernichten, weil es geht auf einem großen Brett nicht. Mit Anfängern schon, es macht einen riesen Spaß, aber auf einem großen Brett geht es eigentlich nicht. So, jetzt habe ich es weggemacht. Also ich klicke das jetzt einfach mal durch. Und man kann sowas auch in 10, 15 Minuten am Stück drunter spielen. Und wie gesagt, auf den richtigen Turnieren dauert so ein Spiel dann 20 Stunden oder so, oder 16. Wie gesagt, typisches Anfängerspiel, man spielt sehr lokal und springt viel zu oft wild in der Gegend rum.
Und das Brett wird auch ziemlich voll. Es gibt Spiele, da ist das Brett nicht ganz so voll. Und es ist ziemlich schwierig, einen Überblick zu haben. Also das dauert auch eine Weile, bis man den Überblick hat. Es gibt Leute, die können in der jetzigen Situation innerhalb von ein paar Sekunden den Gesamtpunktstand auf den Punkt genau sagen. Dauert auch ein paar Jahre. Aber auch das fühlt man dann. Man fühlt, ja, das ist so eine Hand groß, das ist zwei Hände groß. Das ist so. So, hier endet das Spiel, warum auch immer. Nee, hier ist das Spiel vorbei. Und wenn man das jetzt auszählt, dann markiert man hier die toten Steine. Zack, das ist tot, das ist, nee, das ist nicht tot. Und dann kann man halt so zählen und dann sieht man halt, dass, ja, also das ist so ein schnelles Spiel mal durchgeklickt. Ich habe das Ganze auch noch ein Niveau höher. Das Ganze ein Niveau höher. Das sind dann irgendwelche Damenspieler. Fängt wieder in den Ecken an. Die springen viel mehr. Also ich finde, das merkt man schon, die springen wild in der Gegend rum, weil sie halt immer, die springen immer zum größten Punkt, was ja sinnvoll ist. Aber das ist auch ziemlich schwierig zu erkennen. Und dieses Loslassen von einzelnen Gruppen, die man gerade liebevoll gerettet hat, fällt schwer. Und die haben auch viel mehr Platz, also das sieht alles nicht so wild aus. So. Das ist jetzt ein Spiel von einem Vierdan gegen einen Vierdan, also das ist ziemlich obere Spitze und das ist, da hat Weiß gewonnen mit ein paar Punkten. So endet ein Spiel. Wie gesagt, hier, das hatte ich erklärt, diese Steine sind neutral, weil die nicht von beiden umschossen werden. In einem Turnier hätte man die voll gesetzt, einfach damit es keine Verwechslung gibt. Aber die sind für das Ergebnis nicht wichtig. Ich habe Spielmaterial dabei, das kann man gerne ausprobieren, vor allem auf dem kleinen Brett kann man das gut ausprobieren. Und man kann aber auch mit dem Go dann noch so lustige, man kann sich auch noch philosophisch damit beschäftigen. Und es gibt dann so lustige Fragestellungen wie, wie viele lebende Gruppen passen denn maximal auf ein Go-Brett? So, das hier sind 31, das ist schon mal recht viel. Dann haben wir die Variante, die nicht mehr ganz so schön ist. Das hier sind 174 und ihr könnt es euch vielleicht erahnen, es sind natürlich so viele, 181 lebende Gruppen. Und wie gesagt, man kann damit lustige Sachen bauen. Sonst noch Fragen? Ja, bitte. Wie macht sich das fest, was für ein Mann man hat? Das ergibt sich, also im echten Leben, wenn du auf Turnieren spielst, du spielst vorher mit irgendjemandem, ein Profi guckt drauf und sagt, du bist so stark. Aber alle Anfänger sind immer ganz unten. Also die unteren Ränge sind ein bisschen weich. Und wenn du auf Servern spielst, berechnet sich das automatisch und auf Turnieren auch. Wenn du gegen einen 5Q gewinnst, bist du mindestens 5Q. Wenn du dann gegen einen 7Q verlierst, bist du wahrscheinlich 6Q. Also das hat sich sehr schnell eingependelt, weil wie gesagt, die Ränge sind ganz klar definiert. Und da kannst du das, entweder spielst du mit jemandem, aber das ist, also die Anfängersorge gibt es nicht. Du bist immer ganz unten, es dauert eine Weile, bis du einen richtigen rankriegst. Aber wie gesagt, das ist, wie gesagt, ganz einfach. Du spielst gegen einen und wenn du gewinnst, bist du mindestens stärker als diese Spielstärke. Ja? Ist das das Programm, was du da hast, was du auch empfehlen würdest? Oder, das ist KGS. Das ist leider Closed Source, aber ist ein Java-Programm, kann man spielen, kostet nichts, spielen ziemlich viele. Das Programm an sich empfehle ich, das funktioniert gut. Es gibt einen Open Source Server, IGS, da kann man sich mit eigenen Clients connecten. Es gibt jede Menge Clients. Es gibt im Internet jede Menge Clients. Es gibt ein eigenes Go-Wiki und das, aber wie gesagt, ich spiele auf KGS, das funktioniert, das ist gut. Da kann man rund um die Uhr mit einer beliebigen Spielstärke spielen. Kann ich empfehlen. Ja.
Ja. Gibt es noch irgendwelche typischen Muster, die häufiger auftreten? Ja. Beispielsweise... Wir haben ja noch ein paar Minuten, ich zeige dann einfach noch mal kurz was. Zum Beispiel, was ganz klassisch ist, ist, das ist auch immer wieder schön, diese Formation. So, wenn Weiß nicht spielt, kann Schwarz diesen weißen Stein da oben fangen? Ja, so. Wenn Weiß nicht will, dass der gefangen wird, wo spielt Weiß? So. Das endet wie? So, okay? Das nennt sich Leiter oder Treppe. Das erkennt man hier schon, ja? Soweit, so klar? So, jetzt sind wir mal ein bisschen fies. Was wäre der Grund dagegen gewesen? Gar nicht, geht nicht. Gar nicht erst dazu kommen lassen. So, wie endet das hier? Wie endet das? So, wie endet das jetzt? Und wie endet es jetzt? Und wie endet es jetzt? Und wie endet es jetzt? Da fängt der Spaß an. Und es gibt dann auch so lustige Sachen, wo sich zwei von denen kreuzen. Und es gibt auch so ein schönes Go-Problem, da läuft das Ganze im Herz einmal rum. Also man kann mit diesen wenigen Regeln total die geilen Sachen basteln. Wie gesagt, das hier ist eine Leiter. Kurz vom Rand könnt ihr das jetzt schon. Und hier könnt ihr es nicht. Und ihr seht nicht, was passiert. Man kann das natürlich, das Schöne ist am Go, das ist jetzt nichts, was man nicht verstehen kann. Man kann das ja einfach nachbasteln. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Würde nicht funktionieren in dem Fall. Und das Schlimme ist, das wirklich Schlimme an der Sache ist, man hat das meist sogar noch zwei, man hat das meist sogar hier, passiert oft. Und das Schlimme ist, das wirklich Schlimme ist, wenn der Gegner dann anfängt, wenn es dann anfängt, das Spiel hier zu laufen, und du musst dran denken, dass das Einfluss auf das hat. Und das Ganze ist, alles hat immer Einfluss auf alles. Und das ist das, was Spaß macht, wo der Kopf dann wegfliegt. Und ganz einfaches Muster. Noch ein einfaches Muster ist der Bambus. Wenn man Gruppen miteinander verbinden will, einfache Anfängerregel, eigene Gruppen verbinden, gegnerische Gruppen trennen. Warum? Wenn ich eine große Gruppe habe, brauche ich zwei Augen. Wenn ich vier kleine Gruppen habe, brauche ich acht Augen insgesamt. Verbinden kann ich sie so, jetzt habe ich hier drei Steine miteinander verbunden oder vier, das ist ziemlich, man sagt dazu, überkonzentriert, weil es wäre viel cooler, wenn die gleiche Anzahl der Steine so liegen würde, weil damit mache ich mehr Gebiet, habe mehr Einfluss und so weiter und so fort. Ich kann aber auch zwei Steine, wenn ich unbedingt will, so miteinander verbinden, das heißt dann der Bambus, die sind zwar nicht miteinander verbunden, aber Weiß kann die nicht trennen, weil wenn Weiß hier spielt, spielt Schwarz hier. Das ist so eine. Und da gibt es jede Menge Grundformen. Es gibt auch jede Menge. Also man kann als Anfänger schon eine Menge lernen. Zum Beispiel eine ganz einfache Regel ist, dieses Ding hier heißt ein leeres Dreieck. Und das ist das, wo man die Anfänger mal schlägt. Weil leeres Dreieck ist ganz, ganz böse Form. Ganz, ganz böse Form. So, ich kann euch sogar erklären, warum. Und zwar ist ganz einfach. Wie viele Freiheiten haben diese vier Steine? 10. Wie viele Freiheiten haben diese vier Steine? 8. Wir machen es zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Wie viele Freiheiten haben diese Steine, diese vier Steine? 8. Wie viele haben diese vier Steine? So, mit vier Steinen kann ich entweder 10 Freiheiten haben oder 8. In dem Fall sind das zwei leere Dreiecke. Und darum ist das leere Dreieck schlecht. Also, das ist die grobe Erklärung für die Anfänger, warum das leere Dreieck schlecht ist. Und das hilft euch ungemein. Ihr müsst einfach jedes Mal, wenn ihr kurz davor seid, ein leeres Dreieck zu spielen, nachdenken, kann ich nicht was Besseres machen, was Cooleres? Und das sind so ein paar Regeln, sowas merkt man sich und das hilft einem ungemein, vor allem am Anfang. Dann gibt es jede Menge von diesen lustigen Formen, die wir vorhin schon hatten. Zum Beispiel, habt ihr ja richtig gelöst. Das hier ist tot. Das hier ist
Das ist hier der vitale Punkt. Wenn Weiß hier spielt, stirbt, wenn Schwarz spielt, lebt. Das gleiche betrifft diese Formation, das gleiche betrifft diese Formation, das gleiche betrifft diese Formation, da ist das hier der vitale Punkt. Und da gibt es so Grundformen. Die Grundformen sehen in der inversen Darstellung so aus. So, das ist die inverse Darstellung. Einen habe ich vergessen, peinlich. Das ist die inverse Darstellung. Wisst ihr, was ich meine? Also das ist die inverse Darstellung von dem da oben. Das hier sind tote Formen. Immer wenn ihr es schafft, sowas zu erzeugen, könnt ihr die gegnerische Gruppe töten. Das heißt, ihr staucht die gegnerische Gruppe so lange zusammen, bis sowas drin rauskommt und dann habt ihr jede Menge lustiger, vitaler Punkte. Zack, 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 zack. Und das Schöne ist, die reduzieren sich aufeinander. Das reduziert sich auf das, 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 das reduziert sich auf das. Und wenn das so aussieht, kann man schlagen. Das wisst ihr noch hier, einmal ummauert, einmal hier lustig ummauert, zack, 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 zack. Das ist, wie gesagt, das hier und da Schwarz dann reinschlägen und reinspielen und schlägt. Und wie gesagt, da gibt es aber ganze Bücher von, das, normalerweise zeige ich das gar nicht. Und wichtig ist, dass ihr spielt, spielt, verliert, 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 verliert. Und zwar, ganz wichtig, es gibt so ein paar blöde Anfängersprüche. Denkt nicht nach, ihr könnt es nicht. Das ist der wichtigste Spruch. Ihr könnt es nicht. Euer Gehirn ist nicht in der Lage. Nicht, weil ihr blöd seid. Ich kann euch alles zeigen und erklären. Ihr versteht alles. Das ist nicht der springende Punkt. Aber euer Gehirn ist nicht in der Lage, so zu denken, wie man denken muss zum Go-Spielen. Und das ist das Faszinierende. Euer Gehirn gewöhnt sich langsam ans Go-Spielen und da hilft nur eins für, nämlich spielen, ohne nachzudenken und verlieren. Und deswegen ist es am allergeilsten mit kleinen Kindern. Die haben nämlich A, kein Schamgefühl, die haben kein Problem damit zu verlieren. Die haben da überhaupt kein Problem mit, die stellen sich dann nicht in Frage und ihre Intelligenz. Und die spielen einfach. Und die sind auch sowas von schnell, das heißt kleine Kinder, innerhalb von kürzester Zeit sind die auf einem annehmbaren Niveau. Also es gibt irgendwie sechsjährige Weltklasse-Spieler und so, weil die einfach früh angefangen haben. Und für die Erwachsenen ist das meistens ein Problem, weil sie denken, ich bin blöd, ich bin doch eigentlich intelligent, ich habe hier eine Firma geleitet, ich habe das und das und das und das, aber ich bin nicht in der Lage, so ein blödes Brettspiel zu spielen. Und dann gibt es noch Leute, die nicht gerne verlieren. Und wie gesagt, beim Go hilft es nur zu verlieren und zu verlieren, bis man überhaupt mal ein Gefühl kriegt fürs ganze Brett. Also man kann klein anfangen, diese kleine Größe ist ganz nett, vor allem kann man da schnell spielen. Dieses 19x19 ist, ich bin mittlerweile so weit, dass ich glaube, es begriffen zu haben, die perfekte Balance zwischen Taktik, auf dem kleinen Feld geht es nur um Taktik, hier so rechnen, töten, rechnen, und aus Strategie. Das heißt, wie dick muss ich meine Steine zusammen machen, wie lose muss ich spielen, was ist größer, was ist kleiner. Das heißt, ich habe hier lokale Probleme und global. Und das ist was sehr Schönes. Ihr könnt spielen, wo und wie ihr wollt. Ich empfehle zum Anfang ein bisschen, damit man die Regeln lernt, das Kleine und danach aber relativ zügig auf den Großen und ohne Vorgabe. Das Geile ist, eigentlich mache ich alle von euch in dem Raum, es sei denn, ihr habt schon Erfahrung, dem gebe ich auf dem Kleinen 4 Steine Vorsprung und macht ihn trotzdem fertig. Weil euer Gehirn nicht in der Lage ist, irgendwas zustande zu bringen. Ich bedanke mich. Ich habe Spielmaterial dabei, ich habe ein paar kleine Bretter dabei. Ich würde sagen, wir gehen einfach runter und suchen uns einen Tisch und wer mich was fragen will, kann mich was fragen.